Tabletop Mopper Deluxe. Einen wunderschönen guten Tag. So, es ist ja die Box jetzt letzten Samstag rausgekommen. Na, ich denke mal, einige von euch werden die schon haben. Ich habe schon angefangen, die Knights und das Mechanikum zusammenzubauen. Also, das haben wir. Da haben wir ihn. Den Mini Knight. Ich habe gedacht, ich mache mal ein Tutorial, wie man, also beziehungsweise wie ich den Mini Knight gemacht habe. Und auch wie man hier solche coolen Effekte hinbekommt. Und vor allen Dingen, ich habe schon von vielen Leuten gehört, rot, ja, rot und auch gelb wäre so die problematischste Farbe neben weiß, wobei weiß ja eigentlich keine richtige Farbe ist. Ich zeige euch, wie man gelb richtig, richtig geil malt, beziehungsweise wie man das rot hinkriegt, auch wie man diese schönen Übergänge hinkriegt. Das ist alles überhaupt kein Problem. Ich denke mal, dass die meisten einfach den klassischen Anfängerfehler machen und ihre Farben dementsprechend falsch mischen bzw. falsch anrühren, weil man sollte die Farben halt auf jeden Fall immer verdünnen. Ja? Ich habe jetzt hier den Knight schon grundiert. Ja? Und was ich jetzt als allererstes mal machen werde, ich werde die ganzen Parts, die Metallen werden, werde ich einfach mit Lead Bleacher anmalen, ja, und danach noch einmal mit Null Oil das Ganze tuschen. Ja, jetzt habe ich gar keine Null Oil hier, egal, ihr wisst, was ich meine. So, wenn ich das habe, komme ich zurück und dann zeige ich euch, wie man die Farben macht. Achso, ganz nebenbei. Für den Knight habe ich mir diese Base hier gekauft. Habe ich diese Base hier gebaut. Ja, oder beziehungsweise angefangen, die zu bauen. Und zwar nach dem gleichen Prinzip wie der Felix und der Johann in ein paar Videos vorher das Modulargelände, das Ödlandgelände gebaut haben. Also das ist der erste Schritt davon. Und der Knight kommt dann, wie habe ich mir gedacht, irgendwie so kommt er da drauf. Und hier unten will ich noch so ein paar Wassereffekte hinmachen. Ich denke, das wird ganz cool. So, dann bis gleich. Ja, und dann nehme ich es ja doch mal auf. Eventuell im Zeitraffer mal schauen. Ganz einfach, ich nehme ganz normale Silber. Also hier dieses Lead Belcher. Und ich male dann einfach ganz hart alles an, was mit Silber bemalt werden muss. Ich nehme damit, also nehme auch keine große Rücksicht auf andere Flächen. Das ist alles nicht so schlimm. Und ich probiere das zügig hinzukriegen, weil ich versuche, meine Miniaturen immer zügig zu machen. Also sie sollen schnell fertig sein und sie sollen am Ende gut aussehen. Ja, na klar. Beides geht eigentlich nicht immer, aber meistens. So. Es ist halt wichtig, dass ihr wirklich alles erwischt, was Silber werden muss oder was ihr auch Gold machen wollt, ja, weil Gold sieht auf Silber gemalt einfach viel, viel geiler aus. So. Ja, ist ein monströses Gerät hier, muss ich sagen. Ich finde es schön, dass das GW mal an die Knight-Häuser denkt, ja, dass man nicht immer nur die dicken Knights spielen muss, sondern dass man auch mal kleinere Knights spielt. Ja, sie sind mit ihren, also zwei Stück, kommt da auch auf 500 Punkte. Ja. Ich glaube 224 Punkte oder so pro Modell, mit optionaler Bewaffnung hier oben, schwere Bolter oder, nicht schwere Bolter, wie heißt Maschinengewehr oder Melter. Ja. Keine Ahnung. Also ich finde es halt gut. Ich finde es halt gut, dass man mal kleinere Sachen spielen kann. Wenn man
ein Lighthouse aufstellen möchte. Ich kann euch nachher mal meine anderen Lights zeigen, weil ich habe mich da schon echt sehr, sehr lange drauf gefreut, dass da mal was in die Richtung, dass da in der Richtung was rauskommt. Und ich bin ultra gespannt drauf, das zu spielen. Ja, das hat so wieder auch seine Nachteile. Ja, die Dinger hier gehen schneller kaputt aus dem Night. Wir wissen, ein Night geht kaputt in einer Runde. Ja, die haben halt nur Widerstand 7 und 14 Lebenspunkte. Aber die Waffe hier ist der Hammer. Das ist eine Sturm 3 Waffe, Melder 30 Zoll. Ja, auf 30 Zoll ist das, tut das Ding unheimlich weh. Und auf 15 Zoll ist das absolut totbringend. Ja, Sturmwaffe, das heißt, der Knight moved seine 14 Zoll, ja, plus optionale W6, dann trefft er zwar schlechter, aber das ist schon Mods, also ich finde es schon, great. Das, so, haben wir alles erwischt? Haben wir alles erwischt. So, dann lassen wir mal trocknen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, nachdem das Ganze jetzt getrocknet ist, ja, und ich gebe euch einen Tipp, lasst Metallicfarben ein bisschen länger trocknen, denn die werden schnell so, ja, keine Ahnung, der Träger davon ist irgendwie nicht so pralle, dann werden die immer so ein bisschen, wie soll ich es nennen, ja, so gummiartig. Also sollte schon ein bisschen ausgetrocknet sein, bevor ihr weitermacht. So, jetzt bin ich wieder natürlich super organisiert, Also, um euch das jetzt mal mit dem Rot zu zeigen. Brauchen wir das. Ganz wichtig auch, das Wasser vorher, das Wasser, was ihr benutzt habt, wo ihr also den Pinsel ausgewaschen habt, also in den silbernen, unbedingt auswechseln. Sonst habt ihr da überall diese Metallic-Pigmente drin. So, und zwar nehme ich hier Batsaka Red. Und zwar nehme ich das anstelle von Corn Red. Mein Corn Red ist ziemlich cool, ist auch eine Base. Aber Corn Red ist dunkel. Und wenn wir das mit nachher tuschen mit Carbock Crimson, dann wird das dunkler. Wenn das Corn Red dunkler wird, dann wird das mir zu dunkel. So, deswegen nehme ich das. Ihr könnt aber alternativ auch Corn Red nehmen oder gleich Mephisto Red. So, ich nehme allerdings das hier und so, den Knight mal weg. Und so habe ich hier so eine schöne Nasspalette. Und dann mache ich das Döschen auf, nachdem ich es geschüttelt habe, habe ich eben gemacht. Habt ihr gesehen. Und dann nehme ich mir Farbe raus. Ja, so einen Pinsel ungefähr voll. Ja, so anderthalb Pinsel voll. Mache den auf die Nasspalette drauf. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr nehmt Medium Thinner von Vallejo oder ihr nehmt, wie nennt sich das vom GW, Lamia Medium. Oder ihr seid ganz krass, weil das Zeug finde ich noch viel, viel geiler. Das ist der Airbrush Thinner, ja, von Vallejo. Den kriegt ihr eigentlich in jedem Modellbaugeschäft, was cool ist. So, dann mische ich mir das mit 4 Tropfen. Dann gucken wir mal, wie es ist. So, dann sehen wir das hier an. Und wenn das so, seht ihr das, wenn das so klitschnass ist? Hier. Ja, also wenn das richtig, richtig gut läuft, dann haben wir das, was wir brauchen. So. Und ich nehme dann immer meinen absoluten Lieblingspinsel. Mit dem habe ich schon einige Kriege geritten. Das ist eine Medium Brush, würde ich jetzt mal fast sagen. Ich kann es nicht mehr lesen, es ist alles abgerubbelt. Und dann fangen wir mal an, die roten Parts zu malen. So, rote Parts habe ich hier auf den Beinen, beim Kettenschwert und auf den Knieschonern hier unten. Und natürlich der ganze Torso ist rot. Ich zeige euch das aber jetzt erstmal an dem Knie hier. Muss ich noch gerade gucken, wie rum habe ich es denn gemacht? Ah ja, genau, richtig, passt schon, wunderbar. Zeige ich es euch an dem Knie. So, ich hoffe, die Kamera hat das ganz gut im Fokus. Jetzt habe ich mir von der Farbe drauf gemacht. Und wenn die so dünn ist,
Seht ihr das? Da müsst ihr gar nicht viel machen. Die läuft von alleine. Ja? So, aufpassen, dass das Netz so zu dick macht, also zu flüssig da drauf pinselt. Weil dann läuft euch das weg. Das ist natürlich auch scheiße. So, und dann könnt ihr ganz schnell die Flächen anmalen. Seht ihr das? Jetzt Kennschwert weg. Moment. So. Hier, wie das schön läuft. Und stört euch nicht. Das macht ihr zweimal und dann deckt das. So. Ja. Wenn ihr das mit Wasser vermischt, ist das eine ganz andere Geschichte. Das Wasser, wenn ihr das zu viel mit Wasser vermischt, dann klaut euch das die Pigmente. So, schon alles fertig. Jetzt machen wir es unten am Bein. Könnt ihr mal sehen, wie geschmeidig das läuft. Zack, ich muss gar nichts machen. Aber nur... Ist fast wie Tusche. So male ich im Übrigen fast alle meine Miniaturen an. Vor allen Dingen, wenn es um größere Flächen geht. Ja, und hier geht es ja um größere Flächen. So, ich dreh immer die Miniatur. So, und wenn ihr da hier diese Ecken rein wollt, einfach nur mit der Spitze kurz ziehen. Hier oben noch rein, das macht besser mal nachher mit Gelb aus. So. Zack. Können wir direkt die andere Seite machen. So. Seht ihr das? Das ist so geschmeidig. Zack. Zack. Aber schon wieder. Mal die Knarre weg. Könnt ihr mehr sehen. So, jetzt hier. Wie das läuft. Das ist so schön. Stört euch nicht dran, wenn das hier so hart in die Ecken reinläuft. Das machen wir nachher wieder weg. Mit Tusche. So, oben das Feld lasse ich aus. Das kommt, später kommt das Weiß. Also hier das. Dann sieht es eher aus wie Papa. Papa werde ich euch dann später zeigen. So, jetzt machen wir es am Bein noch hier unten. Ein bisschen viel auf den Pinsel drauf gehabt. Zack. Zack. Vorsicht, nicht in die nassen Dinger reingreifen. Zack. Und zack. So, das ist die erste Farbschicht, die wir machen hier. Ja. Die braucht, keine Ahnung. Also macht nicht den Scheiß, den ich gerade mache. Wuselt dafür im Fall nicht mehr drüber, sonst kriegt der Pinselstrich hier rein. Die wollen wir ja nicht, die wollen wir vermeiden. Lasst das ungefähr, keine Ahnung, 10, 20 Minuten trocknen. Ihr seht ja, wenn das trocken wird. Und dann könnt ihr das gelb machen. Die Vertiefung, die könnt ihr alle mitmachen. Ja, die kriegen wir später dann mit der Tusche cool. Ja. Wir malen das halt auch genauso wie was wir eben angemalt haben, die Beinschienen und so weiter. Machen wir das ganz, wenn es gar nicht aufdrücken oder sowas, ganz geschmeidig an. Müsst ihr euch ein bisschen beeilen bei den größeren Flächen hier oben, weil sonst trocknet das an und dann wird das unschön. Ja, seht ihr das ja? Ja, wie gesagt, wenn das jetzt nicht komplett deckt, ist das nicht schlimm. Das ist kein Problem. Wir machen es eh noch zweimal. Oder beziehungsweise einmal oder zweimal. Kommt drauf an. Also mit der Farbe hier glaube ich nur zweimal. Ah, ich werde es gleich sehen. So. Also nur gucken, dass wir alles erwischen. Lass das Fenster da oben aus. Na, das gehört ja nicht dazu. Sparen wir Farbe. Farbe sparen ist Wasser sparen quasi, ja, das heißt,
Nestle hat da weniger zum Verkaufen. Ist doch prima. Jetzt habe ich es doch erwischt. Nein, wir werden alle sterben. Ist egal, machen wir später. Silber drauf. Was wir hier primär haben wollen, ist eine schöne Schicht. Mehr wollen wir nicht. So, jetzt hier auch wieder drüber. Zack, tada. So. Und jetzt lassen wir den Kram trocknen und dann kümmern wir uns um das erste Gelb. Weiter geht's. Der ist jetzt einmal komplett getrocknet. Und ihr seht, das ist schon eigentlich eine solide Farbschicht, aber sie deckt noch nicht ganz. Das ist aber kein Problem. Da kommt später noch eine zweite Farbschicht drauf. Aber als erstes kümmern wir uns ums Gelb. Beim Gelb verstehe ich nicht. Leute sagen, Gelb ist die Hölle oder Gelb ist super schwer. Ich finde, Gelb mit der richtigen Technik und der richtig verdünnten Farbe geht Gelb sogar auf Schwarz einfach wunderbar. So, wir nehmen Avalon Sunset. Ja, das ist von Citadel, das ist die gelbe Base. So, und da nehmen wir uns, genau wie eben bei dem Rot. So, Mensch, haben wir bei hier. So, eins, zwei, drei, vier Pinselchen raus. Weil wir können das später wieder verwenden. Das ist ja der Vorteil bei dieser geilen Nass-Palette. So, und dann gehe ich wieder hin, also ich zumindest, und dann nehme ich wieder meinen Airbrush Thinner. Und dann haue ich mir von dem Airbrush Thinner wieder 4-5 Tropfen da drauf. So, dass die Konsistenz der Farbe, seht ihr das, wie die ist hier? Fast wie Wasser. Ja, vielleicht mal ein Pinsel Farbe dabei. Dann mische ich mir das hier. Ich habe meinen Pinsel verloren. Da ist mein Pinsel. So, und seht ihr das? Von der Konsistenz her, es läuft förmlich in der Palette. Das ist genau das, was wir haben wollen. So, jetzt nehmen wir uns wieder unseren Onkel Knight. Und jetzt machen wir die Schulter, beziehungsweise zeige ich euch, wie man das Gelb macht. Ich fange an der Schulter an. So, das ist genauso wie eben mit dem Rot. Ja, steckt nicht ganz so krass, nicht ganz so hart. Aber ihr werdet sehen, beim zweiten Mal ist alles gut. Es läuft so ein bisschen, überhaupt kein Problem. Ja, genauso wie eben bei dem Rot. Nur hier seht ihr den Untergrund einfach ein bisschen stärker. So, das ist das Gelb auf der Schulter. Na, vielleicht ist doch ein bisschen eichtönig, ich mache noch ein bisschen was dabei. Das könnte auch nach Gefühl machen, aber die Farbe sollte halt sehr, sehr, sehr dünn sein. Sonst habt ihr die Pinselstriche, die kein Schwein will. So. Ach genau, perfekt. Sag mal, hier. So, jetzt haben wir die Konsistenz, die wir haben wollen. So. Schwupp. Schwupp. So. Und das waren die Schultern beim ersten Mal. Ne? Können wir gleich weitermachen. Haben wir ja die Farbe schön angerührt. Mache ich hier weiter an den Beinen. Schienen. Zack. Das dürftet ihr nicht sehen, aber egal. Ihr habt es ja beim Roten gesehen. Das Prinzip ist bei jeder Farbe gleich. Nur bei Weiß nicht. Weiß ist tatsächlich wirklich, ja, kann man auch so machen. Aber Weiß ist von den Pigmenten her immer räudig.
Also weiß macht nie Spaß, deswegen weiß immer gut grundieren. Also weiß grundieren und dann schön sauber um die Grundierung rumarbeiten. Also so mache ich es zumindest. Aber da soll ja jeder auch seine eigene Technik mit haben, mit Weiß. So, das ist die Beiplatte. So, jetzt kommt hier der Pillermann-Schutz. Ja, ich weiß, er hat Penis gesagt. Nein, habe ich nicht, ich habe Pillermann gesagt. Ja, kann mir YouTube nix. Dann muss ich den Kanal nicht auf FSK 18 stellen. Ich habe nur Pillermann gesagt. Obacht, dass man nicht auf die gemalten gelben Flächen drauf griffelt. Das ist natürlich nix. Das ist unschön. A gibt's hässliche Finger, B gibt's hässlichen Neid. Schön, oder? Wie gesagt, nicht dran stören. Kriegen wir noch weg. Kriegen wir noch besser. So, jetzt die geheiligten Füße. Ich glaube, ich mache da einen Nike-Streifen drauf. Ich weiß noch nicht, was ich mit den Füßen mache. Ich habe bei meinen Nights immer diese schwarz gestreiften, na, ihr wisst schon, was ich meine, so schwarz gestreift halt. Nur hier, die Füße sind ein bisschen klein dafür, finde ich zumindest. Die Schultern sind schon ein bisschen eigentlich klein dafür. Ich weiß nicht, was ich da mache. Vielleicht lasse ich auch einfach gelb. Ich habe es beim anderen jetzt auch einfach gelb gelassen und habe Dreck drauf gemacht. Ja, mit Dreck kann man immer gut kaschieren. So, jetzt hier der Griffel noch. So. Schwupp, guck, wie einfach das geht. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Ich könnte den ganzen Tag Neidfüße anmalen. Das ist unglaublich, wie geil das ist. Ich bin wirklich stolz auf euch, dass ihr so lange durchhaltet. Ja, ich hätte hier schon vor 5 Minuten ausgeschaltet. Das ist ein Nerdkram. Ständig ist er am Malen. Ständig benutzt der Peniswörter. So, Neid. Die dritte, durch quasi. Jetzt haben wir das Gelb angemalt, jetzt haben wir das Rot angemalt. So, das Gelb trocknet jetzt. Aber wir verschwenden keine Zeit. Na, weil Zeit ist kostbar und wir wollen schnell zocken. Solange das Gelb, also ich mache es jetzt zumindest, könnt es auch halten, wie ihr wollt. Aber solange das Gelb trocknet, mache ich mit dem Rot weiter. Und zwar passe ich auf, dass ich nicht zu tief ins Gelb reingehe, damit es da keinen Schrott gibt. So, und dann gehe ich hin beim Rot und dann mache ich das gleiche, was ich eben beim ersten Mal auch gemacht habe. Ich male das Rot mit der dünnen Farbe, die wir immer noch in unserer Nasspalette haben. Ja, ich hoffe, ihr wisst, was eine Nasspalette ist. Meine Nasspalette mache ich mit einer alten abgegriffelten Tupperware-Box. Zugegebenermaßen, sie war nicht abgegriffelt. Ich habe sie genommen. Meine Frau hat mich angeschissen deswegen. Aber das macht ja nichts. Jetzt habe ich eine geile Nasspalette. So, da mache ich dann Kleenex rein. Und auf das Kleenex, guck, sind sie alle wieder. Was machst du denn gerade? Willst du zocken? Also, da habe ich Kleenex drauf gemacht. Und auf das Kleenex habe ich Backpapier gemacht. Und dann habe ich Wasser drauf geschüttet, so dass sich das Wasser alles schön ins Kleenex reinsaugt. Und das kann man dann zumachen und dann halten sich die Farben länger. Mal von da ab, dass die Farben sich im Allgemeinen schon länger halten. Einfach weil es da drin halt feucht ist. Erst sagt der Pillermann, ja, ich weiß, was ihr denkt. Das deckt gleich viel, viel geiler. Zweiter Anstrich. Und schon wird die Farbe richtig, richtig schön. Neisenstein. Übrigens Neisenstein. Super Wort. Felix hat gesagt, ich kann gar kein Lied draus machen. Meine Band hat das Gegenteil bewiesen. Googelt einfach mal Neisenstein. Googelt mal Rabbit at War. Dann werdet ihr das tolle Lied Neisenstein finden. Was dieses Jahr auf unser Album rauskommt. Ja, ich mache Schleichwerbung. Und ihr solltet allerdings so Sachen wie Rammstein und so weiter mögen. Einfach geil. Also, und schwer brutal das Video. 80er Jahre Splatter. Comedy. Spaß. Gedöns.
Könnt ihr euch ja mal angucken. Wenn euch das jetzt langweilig ist, einfach auf die Rabbit at War Seite gehen, beziehungsweise auf den Rabbit at War YouTube Kanal gehen und euch da den ganzen Scheiß angucken. Und immer schön Abo dalassen, kennt man ja. Ja. Sonst können sich Künstler wie wir ja nichts kaufen. So, jetzt habe ich das hier gemacht. Jetzt machen wir hier oben noch den Deckel. Ja, den machen wir genauso, wie wir es eben im ersten Schritt gemacht haben. Seht ihr auch, ich versuche den Pinsel so weich wie möglich drüber zu gehen. Also ich mache nicht so pip, 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 das wird nichts. Sondern ich versuche lange Bahnen zu ziehen. Lange Bahnen ziehen, hat er gesagt. So. Zack. Jetzt haben wir den Deckel. Jetzt habe ich den Deckel eben hier fast versaut. By the way, ich finde übrigens das Hühnchendesign von den Knights saustark. Ich stehe auf Hühnerdesign, also beziehungsweise auf dieses Tierbeine-Design. Ich habe das seinerzeit in den 80ern, 90ern schon bei Battletech einfach geliebt. Ja, Marauder Fort Wind. Sebastian weiß genau, was ich meine. Ja. Battletech. Wollen wir demnächst auch mal wieder spielen? Müssen wir mal gucken, ob das was wird. Ich hätte mal Bock drauf. Kennt ihr Battletech? Wisst ihr, was Battletech ist? Battletech ist quasi ein Tabletop-Spiel der alten Gattung mit Hexagonfeldern und riesigen Battlemags. So, ich bin so unheimlich gespannt darauf, wie es aussieht, wenn es komplett fertig ist. Wenn der hier drauf kommt, ich glaube, ich magnetisiere den hier. Dann kann ich den immer abmachen, drauf tun. Weil heute kam schon so ein ganz schlauer Spruch von wegen, ja, wenn der Knight da oben drauf steht, ja, dann kriegt er ja niemals mehr Deckung. Ja, um das auszugrenzen, werde ich, glaube ich, hier Magneten reinballern, damit ich den immer draufstellen kann. Dann kann ich den abnehmen, dann kann ich wieder draufstellen. Das ist halt auch wieder fertig, das muss alles fertig. Aber deswegen sind wir gar nicht hier. Wir sind eigentlich hier wegen dem Knight. Und vor allen Dingen sind wir in dem Video hier wegen den Flächen. Und wie ihr seht, sind die Flächen mit zweimal Anstrich. Ja, habt ihr jetzt nur zweimal angestrichen. Mit der Plörre, die ich hier... die wir uns hier angemischt haben, gesagt halt so eiweißschwabbelig, bisschen dünner noch. Ne? Das haben wir fertig. Und ja, ich finde das Ergebnis ziemlich cool. Und das ist jetzt auch erstmal das erste Video. Es kommen noch mehr Videos, also das Part 1, wie in der Videobeschreibung natürlich dann auch drinstehen wird. Jo, wenn ich, weil es einfach schon spät, ich werde müde, ich schneide das jetzt noch und dann haue ich das online. Und im nächsten Video kümmern wir uns darum, wie das hier oben aussieht. Ich muss nochmal kurz weg. So. Ein schönes Beispiel bringen. Also, den Rotton haben wir jetzt. Ich weiß nicht, inwiefern die Kamera das abcheckt. Ja, geht schon irgendwie. So, hier wollen wir hin. Hier sind wir jetzt. Und morgen mache ich ein weiteres Video und dann kümmern wir uns darum, wie wir das Rot und das Gelb dann weiter bearbeiten. Ne? Wie man hier diesen Effekt hinkriegt, dass das so ein bisschen, naja, die höheren Stellen heller sind, die tieferen Stellen dunkler. Und dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß beim Nachmalen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tabletop Moped Deluxe.